Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir schauen uns heute eine neue Station an, in der ich jetzt auch selber ein bisschen Zeit investiert habe. Und zwar ist es Zabaduka. Ist ein mechanisches Stellwerk. Den Bahnhof an sich gibt es so in der Realität wirklich. Ist also nicht fiktiv. Und eben mechanisch, wir haben hier sehr viele Tiere, werden wir später noch sehen. Das Schöne an diesem Stellwerk ist, es ist halt teilmodernisiert worden. Also wir haben hier überall die modernen Signale, entsprechend haben wir auch ein paar weitere Fahrstraßen hier. Und die Strecke ist von der Durchgangsgeschwindigkeit relativ hoch. Wir haben hier keine so super tolle Lars mit irgendwie 40 oder 20 oder so, sondern die fahren hier zwischen 80 und 100 durch. Die Streckengeschwindigkeit ist 120 hier und im Bahnhof drin ist dann 80. Aber ansonsten könnt ihr wirklich heizen. Das heißt, hier im mechanischen Stellwerk, ihr solltet jetzt nicht erst warten, bis der Zug auftaucht und dann die Fahrstraße machen, sondern die Fahrstraße schon machen, bevor der Zug überhaupt da ist. Zumindest die Einfahrt, die Ausfahrt vorbereiten. Sonst müssen die abbremsen, denn die Züge kommen hier wahnsinnig schnell rein. Denn die Anschlüsse hier auf beiden Seiten sind einmal Richtung R-Weg 3 Kilometer lang und auf der anderen Seite UH sind es 2,2 Kilometer. Aber wenn die damit 120 anrauschen, dann sind die ganz schnell da. Ja, so viel mal zu dem. Die Station ist geupdatet worden Anfang des Jahres und hat da leider ein paar improvisierte Gleispläne bekommen. Und zwar sind das die hier, die nicht so geil zu lesen sind. Es ist ein bisschen unscharf. Viel schlimmer wird es im Stellwerk ZB1. Da sieht das Ganze so aus. Es ist echt ein bisschen Augenkrebs, das hier so anzusehen. Und deswegen habe ich mir die Zeit genommen und habe die alten Gleisbilder, die was hier hatte, bevor das Ding umgebaut worden ist, umgebaut und adaptiert, dass es jetzt auf das neue Bild hier passt. Denn es hat sich hier an den Signalen ein bisschen was verändert. Deswegen gilt der alte Plan nicht mehr. Und ja, ich habe in Photoshop das mal angepasst. Und ich zeige euch mal, wie meine Version davon aussieht. Ja, und so sieht meine Variante aus. Ich muss dazu sagen, das ist nicht von mir, also das Grundbild ist nicht von mir, sondern vom originalen Autor. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe das ganze Ding einmal geflippt und ich habe dann die Texte entsprechend angepasst, Signale ausgetauscht. Beschriftung ergänzt das, wenn ihr das nutzen solltet. Ihr findet es im Beitrag von der Station selber. Macht ihr das auf eigene Gefahr, weil wenn ich hier aus Versehen was Falsches reingeschrieben habe, dann ja, ist es falsch und es ist nicht offiziell. Aber ich habe das, einerseits wollte ich das primär wegen mir machen, weil ich wollte die Station machen, aber ich wollte hier einen anständigen Plan haben, der gut aussieht. Und so kann man wesentlich besser arbeiten mit dem hier. Und das gleiche ist auch auf der anderen Seite. Hier ist ebenfalls der Originalplan von ihm und der ist jetzt angepasst mit den neuen Signalbildern, auch hier auf der rechten Seite. Man sieht es hier, das ist ein bisschen rein gefotoshoppt. Ja, und ich habe hier noch die Anschlussnamen ergänzt, wie mein UH und RW. Einfach mal so als Option, damit es drin steht. Auf eigene Verantwortung könnt ihr das nutzen. Ist nicht offiziell. Gut, es wäre mal das. Aber wir könnten uns gleich mal beim Gleisbild mal kurz bleiben. Wir haben zwei Spawns. Wir haben einerseits diesen Lutz NB. Der befindet sich in der Industrie hier. Die Industrie ist da hinten. In diesem Dieselgleis. Das schauen wir uns später an. Und ein ETOW. Das ist da oben. Und was haben wir hier noch? Wir haben noch diesen, dieses eine Gleis hier oben. Das ist gesperrt. Das könnt ihr eigentlich komplett ignorieren. Das da hinten existiert auch gar nicht mehr. Und wir haben hier die Möglichkeit, mit einer Lok reinzufahren, zu parken. Das ist ohne Oberleitung. Ich habe auch hier den Marker reingetan, damit man das so sieht. Vielleicht mache ich den noch mal ein bisschen größer. Und eben, das da oben ist auch ohne Oberleitung. Dürft ihr aber nicht reinfahren. Und das oberste Gleis hier bei TM9 hat auch keine Oberleitung. Besonderes bei Gleis 6, Fahrstraße ist von rechts da rein möglich und nicht von links da rein, außer ihr macht das halt schriftlich oder mit Ersatzsignal. Das gleiche aber auch hier die Richtungen entsprechend angepasst. Ich hoffe, das ist soweit richtig. Hier war die Beleuchtung nicht schlecht auf dieses Bild hier drauf. Ja, Perron hier in der Mitte bei Gleis 1 und 2 und ansonsten keine großen Besonderheiten bis auf SUP haben wir hier in der Station, zumindest vereinfacht.
befindet sich hier auf der linken Seite. Dazu gibt es auch einen Viewpoint hier. Das ist dieser Bahnübergang, der ist mit SOP gesteuert. Da kann es natürlich sein, dass der mal ab und zu kaputt geht. Der fängt nämlich an zu feuern, sobald ihr zum Beispiel eine Ausfahrt hier gebt. Und wenn ihr dann die Ausfahrt halt dann nicht macht oder das halt wiederholt gemacht, dann ist SOP unglücklich. Aber ja, kann man dann wieder zurücksetzen. Standardprozedere, nichts Besonderes. Und dann geht's weg. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Industrie an, beziehungsweise das Gleis, wo es da hingeht. Wir sind jetzt hier in ZW1. Dieses Gleis da geht in die Industrie. Wir gehen hier mal kurz raus. Das ist das Gleis da. Und da geht es ein ganz gutes Stück da hinten rein und da kann man ganz schön wüten. In der Realität ist da hinten so eine Tanker-B-Ladung oder Entladung. Dann hat es dann nochmal ein Depot. Also das ist auch hier in TD2 dargestellt. Und dann geht diese Strecke parallel wieder weiter und führt mit der hier wieder zusammen. Ist aber im Spiel nicht so, das endet dann da hinten. Wir holen uns jetzt mal, ich würde sagen, einen Schienenbus. Und dann fahren wir da einfach mal rein, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, ich habe mir mal den Bus geholt. Wir sind hier beim TOW gespawnt auf der anderen Seite. Und ich habe den Weg hier schon mal eingestellt. Und ich würde sagen, wir steigen ein und fahren mal los. Und schauen uns diesen Industrieanschluss an. Mit Maximum Schmackes. Naja, ich drück ja schon. Gut, Weg habe ich nicht vergessen, sehr gut. Jo, moin FDL, ich. Ja, keine Höchstgeschwindigkeiten hier, alles 25. Alles Rangierende. Und es ist auch ganz praktisch. Wir haben hier überall TM-Signale. So, da ehemaliges Gleis. Nicht in Verwendung. Da haben wir hier die Holzdinger hier. Mal hier so rausschauen. So wahnsinnig viel Zugverkehr dürfte hier nicht sein, wenn hier alles schön grün ist. Habe ich auch auf Google Maps nachgesehen, also das wird auf jeden Fall noch genutzt, da stehen auch Wagen rum. Ich glaube, so ein bisschen schneller können wir hier noch fahren. Gegenwärtig Lust, hier auf dem Gleis was spawnen zu lassen. Einfach nur damit Starship, keine Ahnung, so Graffiti-Wagen oder so. Und da vorne müssten dann die allerersten Abstellgleise kommen. So, hier sind nochmal so ein Holzbalken hier drin, dass man hier auch ja nicht reinfährt. Noch ein bisschen weiter. Es ist tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich da so reinfahre. Bin ansonsten als Fahrdienstleiter da hinten immer gespawnt und habe den Leuten zugesehen. Und da haben wir dieses Einfahrtstor. Wo wir jetzt einfach mal kurz durchfahren werden.
ich weiß. Ich bin so schnell. Und eventuell mit dem Video ist ein bisschen Awareness, dass da hinten so eine große Industrie ist. Und dann wollen vielleicht ein paar mehr Leute da hinten was machen. Die meisten fahren ja hier sonst nur durch. So, da haben wir die erste Abstellgruppe. Bleiben wir da unten mal kurz stehen. So. Und einmal raus. In der Realität werden hier eigentlich so Tankwagen. Ich habe mein Auto-Exec angepasst und ja, dachte, hier werden einfach mal ein paar Personenwagen abgestellt. Die stehen hier vielleicht schon ein bisschen länger, deswegen auch hier mit Graffiti. Aber wer hier weiter nach hinten geht, der findet auch noch diese Schmuckstücke. Ich würde mal sagen, das ist vielleicht von der Museumsbahn hier abgestellt, weil hier Platz ist. Die kann man sich hier holen. Das zweite Gleis ist hier frei. Das geht hier zusammen zu dem Prellbock da hinten. Da ist eine kleine Straße mit einem Bahnübergang. Und da haben wir hier diese Tankdinger. Ich glaube, die Straße geht auch weiter zu der Industrie, wo wir gleich hinfahren. Und ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu unserem Traktor und schauen mal, was uns da vorne gleich erwarten wird. Zitri, immer Bremsen lösen und es geht los. Mit maximal Power. Da muss ich hier bei der Weiche mal kurz schauen. Yes, Spiel, ich weiß. Ich bin zu schnell. Ich hab's eilig. Ah ja, gut, wir fahren da auf die Wagen zu. Das macht nichts. Söderle. Bleiben wir mal hier mal stehen. Machen den Ofen hier mal aus. So, in der Original-Auto-Exec würde hier noch eine SRM stehen, auf dem Gleis hier. Und die Wagen, also eigentlich wäre alles hier Tankwagen in unterschiedlichen Varianten. Das ist jetzt hier auch von mir. Und da unten ist die Beladung hier. Auch die Wagen habe ich jetzt ausgetauscht. Die gehen alle. Hier haben wir Kopfgleis, da auf der Seite geht's zu den Wagen, sprich für die muss man von der anderen Seite ran. Das Gleis hier hat da unten ebenfalls einen Prellbock. Es geht nur in diese Richtung rein. Hier, das ist durchgängig, da steht was. Da ebenfalls die gleiche Anlage auf der anderen Seite, wo hier so Sachen rumstehen. Also die Wagen stehen im Original da rum. Das habe ich jetzt nicht angepasst. Da ein bisschen eine kleine Ortschaft, da keine Ahnung, wo es hingeht, vielleicht irgendwo so Fernwärmekraftwerk oder sowas. Na, beziehungsweise macht keinen Sinn. Das wird der Van dann hierher gepumpt und da dann hier beladen. Also andersrum. Dann haben wir hier so ein Mini-Depot. Da ist auch der Spawn für die SM, wo ein Spieler hier reinkommen kann. Der kommt hier auf dieses Gleis hier an. Da könnte man noch ein bisschen was abstellen. Und da kommen die anderen Gleise hier wieder zusammen. Nach hier hinten. Und in diesem Bereich hier haben wir eine ehemalige Gleiswaage hier. Ist zumindest so angedeutet. Da unten. Den Schwenker hat es auch in der Realität noch, was ich da so gesehen habe. Also einmal hier rauf und wiegen. Und hinter diesem Tor haben wir nochmal drei Gleise. Gehe ich mal davon aus, wird dann der Zugbereich gemacht. Und die Gleise gehen da hinten wieder zusammen. Und da hinten wird die Strecke weitergehen. Da hinten endet aber die Map, inklusive den Gleisen. Also schade, dass da hinten nicht noch weitergeht. Aber trotzdem hat man so recht viel Platz zum Rumspielen. Beziehungsweise man kann jetzt hier die Gleise nutzen, um halt irgendwelche anderen Sachen abzustellen, wenn die Leute hier was bringen und vorher der Platz irgendwie belegt ist. Man kann hier gut Spaß haben. So, schauen wir uns das da hinten noch an.
Und da seht ihr, Szenerie endet und die drei Gleise, die führen auch nicht mehr zusammen. Die sind hier einfach abgeschnitten. Also hier würde ich vielleicht nicht so weit drücken. So. Finito. Das war's. Bisschen unschönes Ende, aber okay. Ansonsten wirklich eine schöne Szenerie. Macht Spaß hier zum Stellwerken und ich würde sagen, genau das werden wir jetzt mal tun. Wir werden hier mal ein paar Züge durchfahren lassen und dann schauen, wie das so läuft. Bis gleich. Sadele, es klingelt. Mal schauen, wer da klingelt. Es ist Thomas Lowe. Es passt. So, und von Thomas Lowe kommt das Kala hier an. RW nach UH. So, dann tun wir das hier mal vorbereiten. RW ist auf der linken Seite. Das ist Signal B. Lass mal auf Gleis 1 einfahren. B auf die 1 will, glaube ich, nur die RG1. Genau. So, B Einfahrt. Und damit wäre das erledigt. Diese Katze. Und wir gehen dann schon mal auf die andere Seite. Ausfahrt vorbereiten, das wäre J. So, brauchen wir noch RG2. Das wäre hier. Und dann ist es vorbereitet und dann brauche ich eigentlich nur noch Signal freigeben. Geplante Ankunft um 12:42, es ist jetzt 12:34. Ah, habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit. Und dann die einzigen drei Züge, aber es ist jetzt auch nicht gerade die Zeit, wo hier viel los ist, erst am Abend. Eventuell werde ich mal von unterschiedlichen Zeiten hier ein paar FTL-Videos reinmachen. Also nicht wundern, wenn die Zeit hin und her springt. Gut. Du bist erst ja arbeitslos. Also, wir sehen uns ein bisschen später wieder. So, da ist er da. So. Einmal Hallo sagen. Was bist du? PORB 563. Achso, dass er abgefahren ist. Okay. Zelona Gora CZ machen wir jetzt mal. Zelona Gora CZ verbinden. Okay. Und wir haben Freigabe. J nach UH. Und jeden Moment sollte er eigentlich da hinten auftauchen. Sehr schön runter. Gestern habe ich quasi mein erstes Mal den Zabadocha gehabt. Da sind noch ein paar Leute viel zu schnell hier durchgefahren und über Rot gekachelt im Bahnhof. Aber das sieht so geil aus, da so von der Kurven durch. Wenn sie sich da so ein bisschen reinlegen. Gut. Na, kleines Baubi. Perfekt, hinten ist dicht. So, da haben wir die Abfahrtsmeldung.
ist abgefahren. Zilona, Goa. Ach, der Barbarische wieder. So, gute Fahrt. Der war da gestern auch drin. So, das hier auch mal wieder resetten, beziehungsweise ich kann es gerade wieder reinmachen. Das erste. Moinsen! Hallo YouTube. der nächste, 59. Gegebenenfalls. Kein Spieler drin. Spielerzug, der endet. Und RJ, der hier sogar halt. Wahnsinn. Nicht alles hier am Durchrasen. Okay, wir sehen uns später, liebe Leute. Es klingelt wieder. Bitte lass es Thomaslow sein. Kurz gucken. Yes, das ist ein Güterzug, der bei uns endet. Mal ganz kurz nachgucken. 260 Meter. Kein Problem. Wegkicken. Ich schicke ich auf Gleis D. Ach, übrigens, wenn ihr da einen Zug aus der Industrie rausholt und er will einen Lokwechsel machen auf elektrisch, schickt ihn natürlich logischerweise auf Gleis 4. Gleis 6 ist der einzige E-Spawn hier drin. Und ja, da oben Kobelleitung, also Gleis 4 ist das einzige. Also B auf die 4. Jetzt sind wir wieder zurück. B, B, B auf die 4. So, 7... Das nicht. Wir brauchen das. Und was war's? Ich glaube, die 2 noch, ne? Kurz mal schauen. B auf die 4. Jo. Einfahrt. Arbeit erledigt. Diese Katzen hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon vorher mein Video gezeigt habe. Aber hier haben wir noch mal mehr Kollegen hier. Und Hasen. Der Autor mag Tiere hier. Und eine Ratte. Alles voll hier. Ah! Schlange. Ich glaube, keine andere Szenerie hat so viele Tiere hier. So, unser holpriger Zufahrtsweg hier. Ist auch ein bisschen suboptimal da hinten mit dem Eingang. Da hätte ich vielleicht nur irgendwie, keine Ahnung, Geländehöhe gemacht oder so. Aber das sind nur Details. Schade, dass wir hier keine Oberleitung drin haben. Und da auch spawnen könnten als E-Log. Das wäre noch nice. Oder Triebwagen. Um da irgendwie S-Bahn wegfahren zu lassen. Habe ich gesagt, das Original, dann tun wir uns sich an das da halten, wie es im Original ist. Sieht alles sehr gut aus. Ja dann, warte mal auf den Kollegen, bis er hier ankommt. Und dann haben wir um 13:22 den Chesser. Ah, klingelt schon wieder. Und dann der Zug ist noch nicht mal da. Thomaslow. Ach nee, Zilona. Zilona UHRW, das ist ein Eurocity. Okay, ja, kriegen wir hin. Das wäre N auf die 2. N auf die 2. Da fehlt die 1. Gut, erledigt. Dann hoffen wir mal. Oh, das wird aber sehr eng. Planmäßig kommt er um 5 an und fährt da rein. Und der kommt um 7 und will durchfahren. Thomaslow.
2, 4. Wie schnell fährst denn du gerade? 1, 2, 4 fährt 75. Auf BS1. Ja, mal gucken. Ja, ich glaube, ich baue das nochmal. Ich soll das jetzt umbauen. Ich vertraue, dass das jetzt mal gleich klappen wird hier. Wie gesagt, nach Plan. Aber seht ihr, fährt später durch. 2 Minuten. Spannend. Hätte natürlich auch mit der Einfahrt warten können. Ich meine, einerseits hätte er auch auf Gleis 1 verwenden können. Theoretisch. Was willst du? Uha. Nee, ist nicht clear. So, besetzt. Den kannst du mir nicht so früh schicken, Kollege. 13:22. Viel zu früh. Außerdem, warum willst du den so früh schicken? Hat der das gesehen, dass der da nochmal ein PM macht? Um 13:16, die große Treschke. Level 10. Hey, ich habe ihn das mal geschrieben. Ich weiß nicht, ob er das übersehen hat. Uhr, Güterzug ist immer noch nicht da. Ist er. Nice. Bitte. Sehr gut. Ich will den Gott schon mal abstempeln. Sie haben verstanden. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Das hat er gesehen. Angeblich. Da ist übrigens 40, ne? Wollte ich nur sagen, da hat es 2 Wiederholer. Ich habe das extra mal gesehen, bei einer Mitfahrt. Er bremst. Der andere Zug ist da. Tja, habe ich eigentlich die Einfahrt eben. Jo, gut. Das war es jetzt noch gewesen.
Du bist immer noch zu schnell. Wir können alle nicht bremsen. Schätz mal an, wie der da reinrast. So, und das wäre das. So, jetzt muss der B hier nochmal zugehen. So, und wir brauchen C. Südere, einmal hier rum. C, noch RB. Also ja, die Riegel müssen wir natürlich runter machen. Und die 2. Okay, wo muss der hin? Zylona Gora, Charmin FW. Charmin FW. Hat gefruchtet. Und Ausfahrt. Sehr gut. So, Kollege Charmin, einmal die Meldung machen. Und einmal hier. Hat auch wunderbar funktioniert. So, und auf der Seite machen wir hier wieder dicht. Oh, wer klingelt jetzt? Die Gotha Gabroska auf UH. Ja, wenn du den so früh schickst. Ja, mal sehen, ob der was Neues haben will. Ob man nicht auf mein nettes Plus-Plus reagiert. Södele, einmal zu, einmal zu. Arbeit erledigt. Wie gesagt, UH kommt da, ja, gut. Und ein RPE. Alle beide mit einem Halt. Na okay. Dann warten wir mal, bis was passiert. Beziehungsweise. Wer. Na, ich mach noch. Mach ich die Einfahrt schon? 13:22. Ich bleib mal hier drin und warte mal. Ich beobachte es erstmal. So, der Kollege ist da. Und das innerhalb seiner Zeit. Das freut mich. Einmal hallo. Und Zylona Gora, Gora Glona CZ 1322. Zylona CZ. Einmal so, einmal so. Der andere PH-Zug hat sich leider aufgelöst. Leider, leider. Und keiner wollte es bauen. So, ja, easy going.
Das ist schon ein bisschen gefährlich, wenn man hier aus dem Stellwerk rauskommt. Da könnte die schon zuknutschen. Gibel, nice. Wunderbar. Einmal dicht machen, andere Seite. Gut, das reicht. Ausfahrt C. Schön stehen bleiben hier, ne? So muss das. So, da Nummer kopieren und dann sind wir schon mal bereit für die Meldung. 30 Sekunden Abfahrt. Ob der jetzt die Industrie sucht. Ich habe nämlich in der Welcome Message drin, dass wir hier eine Industrie haben mit vielen Zügen, Wagen. Und dass man da gern welche abholen kann oder hinbringen kann. Ist schon fies, dass es da hinten ein bisschen versteckt ist. So, 22, Abfahrt. Ja, da habe ich die Türen gehört. So, einmal fertig und Zilona einmal melden. Und das war's jetzt erstmal für diese Session. Gut. Ich mag echt diese Kurve. Das mit der Neigung ist einfach so nice. Eigentlich, warte mal. Können wir uns mal hier hinstellen. Da unten kommt er. Für das, dass die Strecke so schnell ist. Mal hier Freestyle-Bahnübergang. Wobei, das sieht so aus, als wäre da vermutlich alle Stunde, zwei Stunden mal ein Auto, was da drüber fährt. Du bist denn dann? Ja, willkommen zurück im Stellwerk. Für euch ist es nur ein kleiner Schnitt gewesen, für mich ist ein neuer Tag. Und wir lassen jetzt noch ein paar Züge hier durchfahren. Und der erste, der kommt, ist ein LSS. Soll heißen, die Diesellok SM42 Solo. Durchfahrt nach Loponiek, CJ. Es ist gar kein Problem, kommt von Seite UH. So, ich habe das hier schon mal eingestellt. Wir brauchen... N. Einfahrt. Sehr gut. Gestern war ich auch mal mit dem Zug für mich so unterwegs und bin zufälligerweise durch die Station hier durchgefahren. War leider kein so gutes Erlebnis. Also ich bin mit einem schweren Güterzug unterwegs gewesen. Und derjenige war Level 4 hier drin und hat es irgendwie nicht hingeschafft, am Anfang mir eine Einfahrt zu geben. Und so nach 10 Minuten warten ging es dann. Ja, also wahnsinnig schwer ist jetzt nicht, hier auf Gleis 1 eine Einfahrt zu machen.
Aber gut. Jeder braucht ja doch mal ein bisschen Übung. Und dann kommt man auch schon mit rein. Und es gab dann auch noch News im Forum bezüglich der neuen Diesel-Loks, die da kommen werden. Also es kommt definitiv dieses Jahr noch eine schöne große Diesel-Lok und ich glaube es war die ST41. Jetzt muss ich mal schnell nachschauen. Train Treiber 2, TD2, Forum, weiß, maximale Vorbereitung. Ja, genau, die ST44 kommt vermutlich im nächsten Patch. Und Stand von dem Video wird es einen Test diesen Sonntag geben, höchstwahrscheinlich. Und dann, Woche drauf, Final Release. Mal schauen, was alles an Changelogs mit dabei ist. Hoffentlich weniger Crashes, aber ja, geil. Endlich eine ST44, oder besser gesagt, generell eine große Diesel-Lok. Und die Session kommt, sobald es da ist. Alle Dieselstationen sind auf einmal online. Ah, cool. Ich freue mich sehr drauf. Endlich Dieselstrecken fahren. Ist mal ein guter Ausgleich zu den ganzen großen E-Loks. So, der Kollege. Boah, ich merke gerade, das ist viel zu viel geblockt. 57 hat der Durchfahrt. Es ist 31 momentan. Ist das schon abgestempelt? Nee. Wort nach Loponiek oder Lopinik. Irgendwie so ähnlich in der Aussprache. Irgendwas mit L. irgendwas Chatmäßiges gelaufen. Nö, also ihr seht, es ist. No route is correct. Was? Ach ja, da ist wirklich ein Wahnsinn. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, bis er da ist. Und je nachdem, wie früh er zu ist, dass wir ihn dann weiterschicken können. Bis gleich. Und da haben wir gerade die Meldung bekommen. Die ist abgefahren. 11 Minuten Verfrühung. Das ist um 46 an. Ist ein bisschen ein kleiner Fahrweg von Loponiek. Gut, gut. Aber nach wie vor kein Stress. Ist der einzige aus der Richtung. Währenddessen, bis der kommt, kann ich euch mal den Announcement vorlesen zu der ST44 in Übersetzerdeutsch. Also nicht wundern, ne? Liebe Leute, vor ein paar Wochen wurde im Forum gepostet, dass die neue Diesel-Lok der kommenden Version die SU45 sein wird. Wir waren schon seit einigen Jahren vor dieser Bestellung ausgegangen, da das von Kollege Chutya erstellte Fiat-Modell bereits vor 4 Jahren erstellt wurde. Im Laufe der Arbeit an der Aufnahme dieses Modells in den Simulator beschlossen wir, einige visuelle Korrekturen vorzunehmen, die Marcin S. übernahm. Leider stellte sich im Zuge der Korrekturen heraus, dass das Modell erheblich von der aktuellen Standards der Modelle EP09 und ET22 abweicht. Insbesondere hatten viele Elemente sehr vereinfachte Formen und wenig Details und die Geometrie der Hauptkarosserie wich an mehreren Stellen von der realen ab. All dies führte dazu, dass sich die Arbeiten erheblich in die Länge zogen und mindestens weitere 3 bis 4 Monate in Anspruch nehmen werden. Unser Hauptziel ist es, die Formen des echten Fahrzeugs korrekt wiederzugeben und ein ansprechendes Modell zu schaffen. Aus diesem Grund und aus dem Wunsch heraus, unvermeidliche Korrekturen an der Modellgeometrie in naher Zukunft zu vermeiden, war die Einführung des alten Modells in den Simulator keine Option und wir beschlossen, es zu verbessern, was von Marcin S. und Xorbs durchgeführt wird. Aufgrund dieser Verzögerung haben wir 2 wichtige Änderungen an der Veröffentlichungsplan vorgenommen. Erstens haben wir beschlossen, eine beschleunigte neue Version des Simulators zu veröffentlichen, um die bisher vorgenommenen wichtigen Korrekturen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen zu können und um die neue SM42-Physik eingehend testen zu können. Wir gehen davon aus, dass am kommenden Sonntag eine Testversion des Simulators zur Verfügung gestellt wird, die nach einer Woche als stabile Version eingeführt wird. Wir möchten Sie bitten, die Rubrik Ankündigungen im Auge zu behalten, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Also eben, die SM42 kriegt auch einen Refresh, werden wir uns natürlich mal angucken, was das dann für einen Unterschied macht zu der jetzigen SM42, inklusive Sound-Update. Zweitens haben wir beschlossen, die Reihenfolge zu ändern, um noch diese Jahre neue Diesel-Lokomotive herauszubringen. So, unser Kollege ist da. Ne, das ist ein anderer Kollege. Wo ist er denn? Sidri.
wir dürfen einen Fahrplan erstellen. Schauen wir mal, was der mit hat. Mal kurz gucken. Tomek CZ. Ah. Kohle. TME VMAX 80. Gut, gut. Halt, nee, ich wollte eigentlich ins Häuschen rennen. TME VMAX 80. Das machen wir. 544, Tovarovi, TMI, 80. Das ist voll beladen, der Kollege. Gut, einmal Auto generieren. Lang wird es nicht werden, 40 Kilometer, 50 Kilometer. Tagwärts Sloponik, Donetsk, Zelona, Gora, 13 Uhr, können wir da noch was anfügen. Er endet um 13:45 und Niki wird sich vermutlich nicht ausgehen. Nö. Was ist, wenn wir es davor machen? Ja, das geht. Ja. Und ohne Psari. Okay. Ist drin. Und Gemäß Fahrplan fährt ja auch zuerst. Gut. Wir brauchen E. Das ziehen wir wieder weg. Wir brauchen E. So, die 4. Da, E nach RW, Tarkovice, NE. Was? Tarkovice, NE. Perfekt. Und Auswort. So muss das gehen, so richtig schön locker flockig. Tja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis du da losfährst. Geil, Antrag und Timeout. Ich glaube an dich. Hey, ist wieder da. Machen wir mal temporär den Spawn hier zu. Oh, ich höre es quietschen. Yay, 2 km/h, jetzt geht's los. Schön gegen die Bremsen arbeiten. Okay, machen wir die Abfahrtsmeldung. So. Einmal noch Tarkovice. Wo ist Tarkovice? Da. Gut. Pflichten erfüllt. Würdest du nicht eher den vorderen Panto machen hier mit der Kohle? Ich frag für einen Freund. Oh, die SM ist auch mal reingekommen. So. Wieder Zug nehmen.
Oh, das ist diese SM. Ist auch eine echt schöne Lackierung. So, dann gehen wir mal ganz kurz an, dass ein Kollege da ist. Viel zu früh. Es hat schon was, einen langen Güterzug zuzuschauen, wer da über die Weichen drüber donnert. Ja doch, sieht schon geil aus. Södri, das Signal kann man wieder zurücknehmen. Ist das schon mein Bahnübergang? Nö, da hat es noch ein bisschen was. Gut, können wir da aufräumen hier. Das war E. Cedre, du im Retour. Du Retour. Und ihr zwei. Und dann müsste ich wieder für den C verriegeln können. Jo. Ja, dann bauen Sie mal keinen Unfall. So. Ich weiß gar nicht, ob ich es in den vorderen Video-Update schon mal irgendwann erwähnt habe. Ich habe jemanden getroffen, der hier in der Nähe von Sabatoka wohnt. Und der hat mir erzählt, dass es da hinten so ein Benzinbunker ist, wo diese kleine Industrie ist. Also, good to know. Komische Uhrzeit, um hier die Zeit zu spielen. Aber man kann hier ganz gut Züge farmen am Abend. Ja, ist ganz gut was los mit Fahrplan. Mehr als wie in Kobalebo. Was ich ein bisschen schade finde. Dass es in Kobalebo verhältnismäßig ruhig ist. Aber gut, da spielen natürlich auch ein bisschen die Langsamfahrstellen mit. Dass sich da nicht so viel generiert. Was schreibt der da? Müssen wir den Übersetzer anmachen? So, start translation. Übersetzer, sag mir, was da steht. Scheiße, habe ich den jetzt falsch geschickt? Oh! Oh! Scheiße. Ah,
Jetzt muss ich mal schnell einen neuen Fahrplan für den Kollegen machen. Das ist kacke. So, Tobarobi. TMI. Scheiße, das ist peinlich. Das haben wir natürlich schnell im Video drin. Und ohne Psari. 48 Kilometer. Takowice und Niki mit 14 Uhr. Machen wir Zilona hier zum Schluss. Kovalevo, 13 Uhr. Na komm. Okay, das geht nicht. Und dann noch Tarkovice. Ja, merke ich Gott nicht. So, mal gucken. Uha nach RW. Isomonic 34, wie heißt der? 773001. Leponik. Schnell fragen. Peinlich. Der wird sich jetzt auch was denken, hä? Wie, was? Frei für Kinder? Okay. Leponik CJ. Okay. Und Ausfahrt. Oder schon sie. To exit given. Lege, fahr los. Okay, jetzt fährt er. So, einmal abstempeln hier. Gute Fahrt. Peinlich. So, dann machen wir die gleiche Übung nochmal für E hier. Da. Sobald er weg ist. Ich kann gerade mal fragen.
Can I send you also a head of Wo ist er denn? Er ist noch da unten. Ob die mit dem neuen Physik-Update ein bisschen mehr Leistung bekommt? Vor allem frage ich mich, was sie dann ganz genau machen werden in diesem Update. Ah ja, lass uns überraschen. Cool. Den anderen kann ich auch verfrüht losschicken. Sobald der hier in die Fliege gemacht hat. So, Anzeige hat sich schon angepasst. Oh, übrigens, Stade de Povo ist mit dem Wochenende dann auch für alle verfügbar. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, dann ist es schon längst verfügbar für alle. Aber da hat es in der Station so einen geilen Anzeiger gehabt. Als hätte er angezeigt, wo die Züge in-game wirklich hinfahren, dass er sich aktualisiert. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Oder ob das nur so ein Bild war, diesem Anzeiger. Aber wäre cool, wenn diese Bahnsteigsanzeiger wirklich funktionieren würden. Hätte schon was. Oder eine Anzeige hier drin. Eine digitale. So, ich gehe aus meiner Szenerie jetzt raus. Ich will den anderen Zug schicken. Yes, jetzt. Da muss es jetzt nur noch klingeln. Loponiak TB. Geil. Loponiak TB. Verbinden. Verbunden. Oder zum Schluss das Richtige genommen. Babura. Was ist los mit Ihnen heute? Okay, Abfahrtsmeldung. Ja, er hat es gut aufgenommen. Bin ich froh. Ich meine, er ist immerhin recht schnell wieder rausgekommen. So, was haben wir hier? PBE. Der bei mir enden will. Was bist denn du bei mir? Ich hab doch nur eine Güterindustrie. Lieber haben wir eine SM oder so, die da hinten wütet. Naja, machen wir uns mal wieder an. Okay, dann würde ich mal sagen, gibt es meinen Cut bis zum nächsten Ereignis und dann hoffentlich mit einer sauberen Ausfahrt von dem Zug. Tschüss. So, drei, gibt mal wieder was zu tun. Es ist ein Güterzug im Anmarsch von Sidona. Und zwar ist der Thomas 10701, fährt durch, planmäßig 13.25 Richtung Hetmanise. Gut, machen wir den Fahrt. Das wäre die in. Bäm, bäm. Einfahrt erledigt. Das sieht gut aus. Und auf der Seite müsste ich vorbereitet sein. Ja, genau. C.
Das wäre das. Dann warten wir, bis man auftaucht. Wenn wir schon mal schauen, mit was er hier unterwegs ist. ET22 und Sand. War der nicht gestern auch schon mal mit Sand unterwegs? Ich hab gerade so einen Déjà-vu-Moment. Vielleicht dann im Edit nochmal sehen. Gut, bis Tarkovice fährt er. Gut, gut. Oder ist er nicht sogar bei uns gestartet? Egal. Warten wir, bis er da ist und dann schickt man ihn gerade weiter. Noch hätten wir dies, beziehungsweise 17. Ja, ich warte, bis er da ist und dann tun wir verbinden. So, unser Kollege ist da. Leider mit einer Verspätung. Und wir fahren noch Hetmanis NW. Ich habe schon geschaut, dass hier frei ist. Hetmanis NW. Mal Hallo sagen. Ich möchte den Zug nicht ausbremsen. So, ist blockiert. Perfekto, er kann durchheizen. Cool, cool, cool. Wird auch der letzte Zug für heute erstmal sein. Und fürs Video. Achso, hier rausgehen war ja doof. Da ist man gleich beim Gleis, wo ein Zug ankommt. Bleib mal in der Hütte. Da kann theoretisch nichts passieren. Wobei, ich habe schon gesehen durch Rumbacken, dass so ein Zug auf einmal hier in der Hütte drin war. Also nicht in der. Aber so generell. Ich glaube, das war... Kretsch, glaube ich, war das, wo das passiert ist. T-Posing. Eventuell wird das in der neuen Version gefixt. Ich weiß, es ist jetzt nicht irgendwie was Dramatisches. Sieht einfach nur doof aus. Nummer kopieren. Hetmanis, der Shark. Und einmal die Meldung. Hat eh nicht gut Zeit gemacht. Es ist nur noch 3 Minuten. So, sieht man das zurücknehmen. Ja, das war jetzt mal so ein Einblick in Zawadoka. Schönes Stellwerk. Gut, was los haben wir auf zu Abendstunden. Vor allem schön, dass ihr da recht schnell hier reinfahren. Schaut auch gerne mal vorbei und wenn ihr wollt, eben nutzt da die Custom-Ansichten von mir. Die sind im Forum zu Zawadoka zu finden. Und dann mal schauen, was das nächste Abenteuer sein wird. Ich wünsche euch was, habt eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ta-da!